Mein Name ist Leander Förster. Ich bin Sprechi im Land Sachsen-Anhalt und bin auch im Ministerium für Umwelt tätig. Also ich bin Kati und ich bin auch Sprecherin in Sachsen-Anhalt fürs FÖJ. Bin nebenbei noch auf Bundesebene aktiv. Ein FÖJ ist ein freiwilliges ökologisches Jahr, wo sich junge Menschen bis 26 engagieren können in Umwelt- und ökologischen Themen. In einem freiwilligen ökologischen Jahr geht es darum, tatsächlich nachhaltiges Leben besser kennenzulernen und neben der Persönlichkeitsentwicklung, die so einen Freiwilligendienst bringt, weil man sich mit anderen Menschen trifft, die ähnliche Ziele haben, lernt man einfach auch ganz praktische Tätigkeiten, praktischen Alltag in Einsatzstellen für Nachhaltigkeit. In Sachsen-Anhalt sind wir zurzeit in diesem Zyklus 126 Freiwillige im ökologischen Jahr und heute bei unserer Aktion sind wir 35. Wir sind heute auf dem Parzivalhof in der Altmark. Das ist eine Einsatzstelle von einem FJ-Sprecher und heute findet eine Pflanzaktion einer Biotophecke statt, wo die Freiwilligen halt verschiedene Bäume pflanzen in mehreren Gruppen, auch noch einen Zaun. Der halt dann zum Schutz dient vor Wild. Was auf den Landesaktionstagen stattfindet, wo und welche Form der Landesaktionstag hat, das ist etwas, das die Sprecherinnen entscheiden. Die ganzen Seminargruppen im FÖJ, die wählen ja ihre Sprecherinnen und dann sind bei 4 Seminargruppen im Land Sachsen-Anhalt sind dann so 12 junge Menschen da, die FÖJler, die 126 vertreten. Hier in Sachsen-Anhalt gibt es 2 Träger. Neben den Kühen gibt es auch 2 Träger fürs FÖJ. Das ist einmal IJGD. Da kann man sich dann zum Bundesland Sachsen-Anhalt durchklicken und online bewerben. Und da gibt es auch auf unserer Homepage eine Freiplatzsuche. Da sieht man dann genau, welche Einsatzstellen wo möglich sind. Ja. Und bei der SONK ist das tatsächlich auch so, auch über die Homepage. Ich mache ja auch sehr viel außerhalb der Einsatzstelle fürs FÖJ und ehrenamtlich. Und ich habe auch einfach vor, das FÖJ weiter rauszutragen, einfach mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich so zu engagieren, weil das einfach, man lernt was dazu, man macht was, man hilft und man lernt auch viel über sich selber in der Zeit. Ich finde, wenn man möchte, dass die Jugend sich mehr engagiert und sich mehr einbezieht, dann sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man mehr Mitbestimmungsrecht hat und dass Jugendparlamente einfach mehr gehört werden. Dass man halt wirklich einfach seine Stimme sagen kann und auch gehört wird, dass das auch was verändern kann. Der grundlegende Ansatz müsste sein, dass junge Menschen in sämtlichen demokratischen Strukturen auch mit vertreten sind. Also da geht's, finde ich, schon los bei den kleinsten Gremien, die Lokalpolitik hat, ne? Ich finde, wichtig ist vor allen Dingen, wenn Menschen zuziehen sollen und Menschen hier bitte auch bleiben sollen, dass einfach dass der ÖPNV oder generell einfach das Verkehrsnetz ausgebaut wird, weil man wirklich so schlecht in gewisse Ecken hinkommt. Wir haben auch zum Parzivalhof nicht so die beste Anbindung, also wir waren Stunden unterwegs und das ist einfach schwierig, wenn man solche Projekte umsetzen will. Ich finde, Sachsen-Anhalt sollte auch noch mehr grün werden, als es jetzt ist. Es ist zwar schon grün, aber auch viele Wälder sind einfach nur Monokulturen. Ich finde das so wunderbar zu sehen, wie dann hier Freiwillige loslegen, manchmal das FÖJ sogar nur als Überbrückung nehmen, weil sie nicht so richtig wissen, was mache ich nach der Schule. Und dann blühen die hier auf, wie die Sträucher hoffentlich später auch, blühen auf und bleiben wirklich engagiert in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es ist so schön. Unser Engagement in 3 Worten. Motiviert. Ökologisch. Und voll dabei.